So geht's einfach mal los, spontan, so wie es jetzt gerade einfach aus mir herauskommt. Ja, und der Titel gibt schon her. Es geht um Erinnerung und Hoffnung. Das ist das, was mich derzeit auf jeden Fall ja, begleitet. Das sind große Themen. Und um Erinnerung geht es in diesem Garten. Um Hoffnung geht es in diesem Garten. Und es spiegelt sich irgendwie in diesem Garten auch wieder, was bei mir privat los ist. Und ich möchte gar nicht so ins Private reingehen, sondern ich möchte einfach bei der Natur bleiben, beim Schönen. Ich möchte mit euch durch den Garten gehen, euch den Garten mal ein bisschen aus einer anderen Facette zeigen. Ich habe übrigens auch angefangen, mit mehrjähriger Jauche zu arbeiten, was ganz Neues. Ja, mal sehen, vielleicht findet das auch in den Titel, das hört sich doch ganz interessant an. Ja, und wie der Garten gerade strahlt, das ist so schön. Gerade so Tomaten und so habe ich euch noch gar nicht gezeigt, da gab es schon ganz reiche Ernten. Ganz viel zu teilen und heute, ja, wollen wir einmal rumgehen und gucken, was los ist. Ganz spontan, ganz frei, mit Wetter genießen, mit Stille genießen, sofern das geht, falls hier nicht noch jemand den Rasenmäher anschmeißt und los geht's. Ach ja, so schaut's derweil aus. Ein kleiner Schwenk von dieser Seite. Und ja, ich möchte einmal anfangen mit dem Kiholbeet. Und es geht ja um Erinnerung und Hoffnung. Und in dieses Beet, ja, sagt die Erinnerung, gab es viel Hoffnung. Ist nicht so, dass das jetzt komplett schief gegangen ist, aber es ist durchaus einiges ausgesät worden. Auch Kohl dabei gewesen mit Zwiebeln drumherum. Das ist irgendwie übrig geblieben, sind nicht richtig gewachsen. Nicht genug Mulch gekriegt, nicht genug Flüssigkeit gekriegt. Das war auf jeden Fall ein großes Problem. Den Gießkreislauf, ja, der konnte dieses Jahr nicht geschlossen werden. Das hat dieses Jahr definitiv schlechter funktioniert als in den letzten Jahren. Aber das ist das, was übrig bleibt, trotz Tagen, in denen nicht gegossen wurde. Und ihr seht selber, das ist jede Menge. Auch das Dach steht noch, da hatten wir ja schon Probleme, da sind die Balken runtergekommen. Hatten Angst vor Braunfäule, ist aber soweit nicht eingetreten. Ja, heute bin ich hier auch alleine. Das ist der Ist-Zustand. Ich weiß gar nicht, wo meine Reise derzeit hingeht. Es ist irgendwie ganz spannend, auch alles anzunehmen und zu gucken, was passiert. Ja, und bei den Pflanzen ist das genauso. Beim Kürbis ja, gab es auch in der Vergangenheit ja, viele tolle Momente, muss ich sagen, die sich dann irgendwie abrupt geändert haben. Worauf ich hinaus? Wir haben hier zwei große Kürbisse, aber wirklich nur zwei. Die aber riesig sind, die sind wirklich groß. Ich bin im Weitwinkel, das wirkt für euch alles kleiner. Und der hier, der ist noch größer geworden, obwohl das später aufgegangen ist. Der hing hier lange zwischen und irgendwann ist das Ding gebrochen. Und da möchte ich doch einfach mal darauf hinweisen, was dadurch passiert ist. Das passt irgendwie mit in die Thematik rein. Ja, das ist ein bisschen Insider, ist ein bisschen, vielleicht kommt der ein oder andere nicht hinterher. Einfach loslassen, nicht weiter schlimm. Das ist bei Lars mal normal, muss man nicht alles verstehen. Einfach loslassen und hier geht es einfach weiter. Also durch den Runterfall des Kürbis da unten drin haben wir hier ja, ein paar Stellen, die aussehen, als ob sie nicht genug Wasser gekriegt haben. Aber hier ist der Fall und somit haben wir hier natürlich alles auch verloren an ja, guten Dingen. Wobei ich mich wundere, dass die Blüte hier irgendwie noch aufgeht, weil der Arm ist eigentlich hin. Hier kann man es sehen. Ja, ein Teil verloren, aber es gibt Hoffnung, denn ich denke, da kommt genug Ernte bei rum, dass man sich da ja, zu Hause eindecken kann. Dann haben wir hier überall noch die Blühwiesen, die ausblühen und auch schon teilweise ausgeblüht sind. Es wird ein bisschen lichter, ist nicht mehr ganz so bunt. Doch bunt ist es immer noch, aber nicht mehr vielfältig blühen, sag ich mal. Und hier ist auch so ein Blühteil, wo ich übrigens auch die hier total spannend finde. Die haben sich irgendwann breit gemacht und sogar, ja, wurden auch gut besucht. Sonnenblume, die echt eine schöne Zeit gehabt hat. Und da gibt es eine gelbe Ringelblume zwischen. Hier vorne gibt es eine orangene. Und da kann ich sagen, da war ich fleißig. Ich habe nämlich schon zwei Ringelblumengesalben gemacht, einmal für ja, für den Export könnte man sagen, also einmal weitergegeben, natürlich unentgeltlich an den Flo. Und Anhang und eine ist bei mir gelandet, ich bin total happy, dass ich die schon mal drin habe. Ich bin nämlich auch
die ganzen letzten Wochen, Monate auch unterwegs draußen in der Natur und habe Kräuter gesammelt, wie Sau. In weiser Voraussicht für das, was so vor uns liegt und ich natürlich da nicht mehr auf den Supermarkt zugreifen kann. Ich denke, das wird dem einen oder anderen draußen auch so gehen und ist dann da unterwegs und sammelt Kräuter, Pilze vielleicht schon. Ist ja jetzt erst die Zeit, die anfängt. Wir brauchen noch ein bisschen Regen hier oben, sonst wird das nichts. Aber Pfifferlinge hoffe ich mir durchaus mal. Ja, ich lenke irgendwie ab. Nee, komm vom Weg ab. Ich bin abgelenkt eher. Wir wollen mal im Garten bleiben. Ich wollte nur so ein bisschen von den Dingen erzählen, die auch außerhalb passieren. Übrigens Kräuter, Waldpilze, da gibt es einen Kanal, findet ihr oben rechts. Der Waldschrat, noch recht frisch, länger auch nichts gewesen, befindet sich im Aufbau. Lasst mir Zeit, ich gehe da so nach meinen Energien und ich kann mir vorstellen, dass auch bald mal wieder was kommt. Schauen wir mal, derzeit ist nicht nur Erinnerungen, Erinnerung und Hoffnung angesagt, sondern auch ganz, ganz viel Heilung. Und das ist eine sehr fantastische Zeit, in der ich wachsen darf. Und hier jetzt auch heute im Garten zu stehen und für euch ein Video zu drehen, ist mir eine besondere Freude. Auch ein ganz anderer Kontext, ein bisschen gemischt. Aber unsere Zeit ist ja auch sehr ereignisreich, wenn wir das mal ja, aus einer Menschheitsfamilie heraus betrachten. Ja, ich möchte weitermachen im Garten, denn hier gab es tolle Begegnungen, genau hier links hinter mir. Denn das ist eine ganz beliebte Stelle, jedenfalls war es das zuletzt, für eine Blindschleiche, die gerne da hinten dann reinkriecht. Die war ja auch im Garten unterwegs, länger wurde nicht gesenst, dadurch hat sich natürlich wohlgefühlt. Ich weiß nicht, ob sie hier bleibt. Was habe ich gesagt? Habe ich schon einen Namen gesagt? Eine Schlange? Und eine Ringelnatter ist das auf jeden Fall. Dann gibt es hier einen Bereich, wo, ja, Blumen ein bisschen später aufgegangen sind. Das ist auf jeden Fall was für die späte Blüte. Ich weiß den Namen nicht mehr, werde ich nochmal wieder rausfinden. Hier hängen jede Menge Tomaten. Da, das ist die Sunviva. Die Zuckerbusch habe ich dann auch irgendwann wieder aufgestellt. Da gibt es auch wieder in Richtung reife Sachen. Ja, und hier hinten ist die Ecke bei der Wildtomate und da bei den Steinen. Da wurde die Schlange zuerst entdeckt. Ich war dann der Dritte, der das einmal irgendwie sehen durfte. Und da wir gleich schon sind, Königskerze hat soweit schon sehr viel ausgeblüht. Gibt es aber noch ein bisschen was, ne, für die Insektenernte. Aber Goldrute, ne? Guckt euch das an. Das ist durch. Das wird richtig gut benutzt. Ich habe irgendwie auch einen Unterschied festgestellt, was die Orte angeht und so. Und ja, guck mal, hier ist noch alles schier. Und da ist alles, es sieht ja welk aus, aber es ist abgeerntet einfach. Freut mich, dass das hier so gut angenommen wird und es ist auch immer voll Insekten. Also ich könnte hier einmal durchgehen. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Da haben wir jemanden. Da sind ein paar unterwegs. Ja, und ich würde sagen, da nähern wir uns von der anderen Seite. Der Weg hier ist versperrt. Hier wartet noch eine Aufgabe auf mich. Hier soll hinten noch eine Lehne quasi dazu finden. Da unten ist eine Bank. Damit man hier so auch die Morgensonne, so wie jetzt, genießen kann oder Mittagssonne. Ja, nun gut, schauen wir mal weiter. Kartoffeln sieht derweil so aus. Ja, haben wir ganz viel nicht machen müssen, aber ist durchaus so, dass jetzt so viel Quecke zwischen ist, dass es definitiv bedeutet, dass es einen Schwund an Ernte gibt. Wir sind sicherlich glücklich mit dem, was da so bei rumkommt. Oder ich spreche ja von mir heute, ich bin alleine. Ja. Da darf ich dann irgendwann nochmal bei. Ja, und hier ist das auf jeden Fall voll permakulturmäßig. Hier blüht die Minze. Da freut mich nachher. Das wird ein Fest an Schmetterlingen und Bienchen und was da alles so hin möchte. Hier ist gerade eine Wildbiene oder eine Hummel. Ach, ist das herrlich. Guckt euch den Garten an. Die Weide, die macht doch so eine Riesenfreude. Hinten noch die Weidenhöhle. Pavillon lasse ich jetzt weg. Gefällt mir nicht mehr. Ja, so, und hier ist noch höher, so sah es überall aus, da hat sich die Schlange natürlich wohlgefühlt. Werde ich mal langsam durchstiefeln, falls sie hier ist. Hier in dem Bereich, ja, wie gesagt, Permakultur pur, alle möglichen Pflanzen. Ich könnte sie euch alle aufzählen, alle zeigen. Mangold ist auf jeden Fall zwischen. Hier unten haben wir noch Gewürze wie Rosmarin etc. Also jede Menge Kräuter zum Verwerten sind da auch zwischen.
nicht so bei gewesen dieses Jahr. Geht halt nicht alles auf einmal. Da muss man erstmal reinwachsen. Ja, hier hatten wir eine Pflanze, wo ich dachte, das wäre eine Physalis. Sah ein bisschen mehr als wie eine Dahlia aus. Am Ende weiß ich aber auch nicht mehr. Könnte bei irgendeinem Saatgut dabei gewesen sein. Zinie und so weiter. Hier haben wir die, ja, was haben wir denn hier? Die Prunkwinde, die sich quasi hier ganz gut mit der Tomate verträgt. Ja, hier warten wir noch Ernte. Hier gibt es unten. Ach, ich erwarte hier noch Ernte. Im Moment und ja, hier sind Tomaten überall irgendwie so zwischen. Übrigens, wenn ihr da mal irgendwie einen Ast habt mit grünen Tomaten, den ihr abknappt oder irgendwo verliert, abbricht oder so, hängt den irgendwo auf, die reifen durch, ist eine ganz schöne Sache. Ja, hier haben wir noch Tomaten, Berner Rose, da haben wir auch nochmal die Sunweaver und hier unten, das ist die Snowberry, richtig gut, die wird so weiß-gelblich, durfte ich jetzt schon probieren, super lecker. Auf das Erlebnis darf ich mir dann nochmal irgendwann teilen mit irgendwem. Hier sind Schmetterlingen unterwegs. Da gab es die erste kleine Ernte. Das waren so zwei, drei Pflänzchen. Oh, ich kann so nicht mehr halten. Ich muss mal hier umdisponieren. So, ouch. Ja, hier ist eigentlich eine Tomate. Da unten war auch eine drin. Ja, das hat dieses Jahr auch nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt. Deswegen ist dann nichts Großes an Ernte zu erwarten. Hier sind ein paar Blüten dran. Kann man nochmal hoffen, ob die Zeit noch reicht dieses Jahr, ob der Sommer noch reicht. Und das war jetzt immer ein beliebter Ort, um Sachen zu trocknen. Ja, tja, bei allem, was da so gestorben ist, sag ich mal, im Kreislauf des Lebens an dem Punkt, irgendwie mal aus Versehen auch rausgerissen wurde, wie das hier, das ist jetzt eine Nachtkerze. Aber da warte ich mir. Wenn man das hier liegen lässt, dass da noch irgendwie was bei rumkommt, an Saatgut. Und das kann ich dann wieder verteilen. Ich weiß nicht, was hier unten noch drin ist. Ja, ich glaube, da waren irgendwo mal Sachen. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir dann noch Kresse. Ja. Hier habe ich übrigens Moos reingetan. Danke für den Tipp, aber es funktioniert nicht. Vielleicht ist es immer noch zu warm. Braucht mehr Schatten. Ich habe da ja schon mal angefangen, was zu bauen hier. So eine Konstruktion habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Jo, hier ein bisschen freigemacht, das war der Floh. Dahinter die Erbsen und so, richtig viele Erbsen geerntet dieses Jahr, richtig viel. Salat leider nicht so bei gewesen, wie erwünscht, aber dadurch entsteht dann sowas wie das hier. Die fangen an zu blühen, Salat, der so schön aussieht. Richtig herrlich. Hätte ich nicht erwartet, also eher so gelb oder weiß, ne? Ja, und das ist auf jeden Fall erntbar. Da kann man mal Saatgut gewinnen, kann eh mal Saatgut gewinnen und ja, geht die Reise weiter. Überall Boric noch dazwischen, blühmäßig. Ja, und so geht das hier sich so ein Kreis. Hier wollen wir nämlich weiter gucken. Da hier unten so eine kleine Wiese ist, absichtlich stehen gelassen, auch der Energieeinteilung wegen, gab ja 6 Monate aufzuholen. Das wurde auf jeden Fall geschafft, das ist auch schon so 2 Monate her, da sind wir so wieder bei der Erinnerung. Danach lief es nicht ganz so gut. Wie ich mir das vorgestellt habe, habe mich da selber enttäuscht. Aber so ist das nun mal. Ne? Man lernt dazu, jetzt ist das, wie es ist. Und ich habe gerade eine richtig gute Zeit im Garten und kann zeigen und machen und tun. Ja, und habe hier auch einiges geschafft, was so auf dem Zettel war. Ja, hier unten haben wir Salbei. Hier unten bei der Zitronenverbene, ich habe das mal abgeknapst, da kommen lauter kleine weitere Triebe, das seht ihr da auch. Nur weil ich das oben abgeschnitten habe, hat sich das dann ja vervielfältigt. Gute Sache, guter Tipp, kam mal durch die Kommentare rein. Da unten haben wir den echten Bärenklau. Hier haben wir noch Beinwell, ist aber durch, da könnten die Wurzeln noch interessant sein. Würde ganz gerne noch eine Salbe machen dieses Jahr aus den Wurzeln, Beinwell, wegen meinen Knochen, wegen meinen Schmerzen, die ich ab und zu mal habe. Ja, und so soll das sein. Hier vorne Turbinambur. Hier ist die andere Seite. Da können wir vielleicht noch ein paar Insekten einfangen. Ja, man kann auch sehen, von links nach rechts so ein bisschen am Durchblühen. Und da ist auf jeden Fall überall was los. Durfte ich auch schon Heupferd sehen. Ja, und hier geht es ans Mähen. Es fehlt halt so das mittlere Stück davon. Ne? Dann ist das fertig. Ja, und wir gucken einfach mal weiter. Jetzt kann ich den Schatten wahrscheinlich nicht ganz vermeiden gleich. Hier müssen wir mal das Milpa-Beet, der Meister wächst und wächst. Ja, hier gibt es noch Bestäubungsmöglichkeiten, wenn nicht schon passiert, dass der Mais da kommen wird. Das ist jetzt so das Stadium, wo sich dann nachher dann mit der Mais ausbildet, irgendwo ansetzt. Und dann haben wir hier noch ja, Kürbis und so weiter, Hokkaido, anderen ohne Namen, weiß ich leider nicht. Das ist dann noch der andere vom... Ja, Pferdemist, genau der gleiche.
Also steht alles super da, guckt euch das an, gesunde Farbe. Dennoch habe ich heute gedüngt das erste Mal, also wirklich das erste Mal dieses Jahr, bisher noch nichts machen müssen Richtung Düngen, obwohl ich das lange vorhatte. Ja, Blühwiese sieht so aus. Können wir mal ein bisschen mit Schatten, aber wunderschöne Sonnenblume. Ach, da gibt es auch so viele Exemplare hier, so viele verschiedene Pflanzen, die eigentlich die gleiche sind. Ja, so schauen wir mal. Und ich würde mal sagen, wir tingeln hier nochmal zum Zaun, ob sich das hier mit der Naschtomate bewährt gemacht hat. Nicht gemulcht, Herr Lars, da geht noch was. Habe ich auch noch vor, steht auf dem Zettel. Ja, und hier haben wir die Naschtomate, die ist für Zaungäste gedacht, deswegen steht die hier. Und soweit ich das sehen konnte, wurde auch was schon ordentlich geerntet. Oh, die hängt jetzt runter, sehe ich gerade. Ah, da muss ich mal mit einer Hand gar nicht so leicht so ein bisschen nachhelfen. So, dann hält sie sich erstmal. Ja, das sind so Sachen, die merke ich mir jetzt, dass sie noch dran sind. Kann ich auch nicht, meinen Kopf gerade nicht anders. So, aber zurück zur Blühwiese. Das seht ihr noch alles. Hier vorne der potenzielle Pfirsichbaum. Wir wissen es noch nicht. Wird sich zeigen. Ja, mit wir meine ich uns jetzt. Ja, weil die Community, oh, Community, ich mag das Wort nicht. Ja, ihr Zuseher, jedenfalls die, die sich beteiligen, die sorgen auf jeden Fall immer für sehr guten Input. Und helfen mir auch, so die Sachen zu erkennen und zu finden. Echt, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ja, so sieht es hier aus. Da wollte ich noch eine Sonnenblume kommen. Ach, wie schön. Ja, und da vorne sind die Bienchen. So, gehen wir mal weiter. Mal ein bisschen Handwechsel. Oder mal ein bisschen halb-halb. Gehen wir hier durch. Ja, könnt ihr sehen, gerade Sensenzeit und Mähzeit. So, und hier waren wir noch gar nicht. Außer einmal kurz, glaube ich. Die Steinpyramide Insektentränke wird regelmäßig befeuchtet. Und wen haben wir da? So viel Wasser ist da nicht mehr, aber das reicht dir zum Schlürfen. Wunderbar, dass das ankommt. Da unten haben wir Kapuzinerblödsinn. Doch, Kapuzinerklasse stimmt auch. Aber hier haben wir die Speisechrysanthene Sonnenblume. So sieht das aus. Hier die Bohnen, die sind derweil so weit. Die eine hat sich den Weg hier rüber gebahnt. Ist angekommen. Ja, die wird sich da irgendwo rumschlängeln. Brokkoli, der erste geerntet, der zweite in der Blüte, beziehungsweise umgekehrt. Dicke Bohnen, ja, Mangold und so. Das wurde ja zuletzt geerntet, da war ich bei. Ich durfte auch schon eine Himbeere naschen. Echt ein Fest, solche Sachen. So, und Topinambur. Hier quasi saatgutreif, könnte man schon sagen. Ja, die Speisechrysanthene, die Kartoffeln bauen überall ab, das ist der ganz normale Prozess. Also wenn ihr das bei euch zu Hause entdeckt, für alle Anfänger, das ist völlig normal, ein gutes Zeichen, dass ihr da auch schon die erste Ernte genießen könnt. Also man kann natürlich auch noch früher, aber ja, gestern habe ich einmal geerntet und da waren echt tolle Sachen bei von Pflanzen, die da halt auch schon verblüht oder fast verblüht waren. Ja. Die ganze Kraft von den Pflanzen geht halt noch, also alles was grün ist, das geht noch runter in die Kartoffeln. Da kann man seinen Ertrag auf jeden Fall steigern. So, da vorne sind noch Erbsen, genau in der Mitte. Und ein Kohl, der nichts wurde, aber so ist das halt. Und hier dann nochmal weiter mit der Kapuzinerkresse und vor allen Dingen dieses Fest an Wildtomaten haben wir immer gefeiert dieses Jahr. Auf jeden Fall mega gut. Hier hängen dann noch Tomaten. Ja, und Kapuzinerkresse, wohin das Auge reicht, könnte man sagen. Auch noch vor, da die Blüten zu ernten. Ja, und verschiedenste Tomatensorten. Und da wir da gerade schon waren, gehen wir nochmal von der anderen Seite rein. Jo, einmal hier längs. Da sind ja auch nochmal Erbsen. Rote Gartenmelde übrigens, die in die Blüte schießt. Also hier kommt das Saatgut halt irgendwann dann. Gefällt mir richtig gut. Da vorne habe ich auch Speisechrysanthene geerntet schon für den Kräuterhaushalt zu Hause. Tees und natürlich inhaltsstoffenmäßig eine totale Bereicherung für mein Leben. Jetzt fehlt nur noch das wirklich intensive Tee trinken. Das ist noch etwas, was ich mir angewöhne. Aber ich bin auf dem Weg. Ich sammle, ich beschäftige mich mit den Sachen. Und es bereichert mein Leben wirklich sowas von schön. So, ich bin hier vom Weg abgekommen, merke ich gerade. Da wollten wir hin. So, und dann gehen wir jetzt rein. Einmal zip. Hier sind übrigens die Himbeeren.
Ja, hier hängen noch Tomaten. Gerade wenn heute, ja, da heute der Dünger gekommen ist, ist das auf jeden Fall für die Tomaten richtig gut. Die werden sich richtig freuen. Ein oder andere Tomate ist vielleicht überdüngt, weil es dann zu viel war. Oder die Jauche war nix. Also mehrjährige Jauche taugt nichts, alle Pflanzen sterben. Das wollen wir nicht, wir bleiben im Guten. Mein Gefühl sagt, Leben bringt Leben. Ich habe meinen Rüssel da reingehalten, das riecht gut. Und das habe ich natürlich wieder mit Wasser gemischt. Und mittlerweile gehe ich da schon auf 30, 40% in der Gießkanne zusammen mit Wasser dann den Rest. So habe ich es dieses Jahr gemacht. Vielleicht war es zu doll, vielleicht nicht. Werden wir sehen. Teil der Jauche wird auch wieder übrig bleiben für nächstes Jahr. Da kommen dann zusätzliche Sachen rein. Und wie bei, ich weiß gar nicht, wo, ne, Brühsud und so, da gibt es auch so ein paar Sachen, wo man immer so diese Grundstruktur behält und die Jahr für Jahr mitnimmt. Das finde ich irgendwie gut vom Gefühl her. Deswegen möchte ich das irgendwie mit Jauch ausprobieren. Mehrjährige Jauche, mal gucken, ob es funktioniert oder den Garten ruinieren. Ja, schauen wir mal. Bleiben wir im Guten, wie gesagt. Ich will mich da nicht in blöde Gedanken ziehen lassen, weil das beeinflusst dann auch sowas. Ich glaube da an ja, den Einfluss des Menschen, seine Einstellung zu seiner Umgebung. Jo. Punkt. Gucken wir weiter. So, hier hängt's. Hier ist auch regelmäßig ausgegeizt worden. Da bin ich sehr happy mit, dass das dieses Jahr wunderbar geklappt hat. Hier unten haben wir die Reisetomate. Also das sind alles einzelne kleine Kammern, die man abmachen kann, dann für die Reise quasi oder auf der Reise. Eine hatte ich schon mit, habe ich ausprobiert, super genial. Manchmal klebt die eine an der anderen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. So, da war ich wohl zu nah dran. Jetzt geht's weiter. Die Kamera verrückt gespielt. Ich hoffe, ich habe das, sonst hat das funktioniert. Oh je. Also, wenn das jetzt der Fall sein sollte, dass die Aufnahmen nichts geworden sind, das sehe ich leider erst zu Hause, dann möchte ich nicht dieses Video wegschmeißen, würde ich mal sagen, sondern das Ganze nutzen, um trotzdem ein schönes Video zu machen. Wenn ein Teil fehlt, ich werde mitkriegen, was das war dann zu Hause und dann werde ich das irgendwie nachreichen, nachholen. Möchte mir aber auch keinen Druck machen. Auf jeden Fall ist es gut, wie es ist und ich mache einfach mal weiter. So, wir sind auch gut weit schon gekommen letztendlich. Und jetzt jo, gehen wir hier vorne nochmal hin. Die Blühgeschichte, hier haben wir nämlich eine Blume, die ich unbedingt draufkriegen möchte. Inna. Sie ist wunderschön. Ja, das ist auf jeden Fall eine Zinie, das kann ich sagen. Ja, spannendes Pflänzchen. Gab es echt viele Pflanzen, also bei der Erinnerung, die dieses Jahr so viel Freude bereitet haben und es immer noch tun. Und überhaupt diese ganze Gartensache hier irgendwie wird mir dieses Jahr ganz bewusst. Das ist eine ganz andere Geschichte und vor allen Dingen jetzt im Moment. Ich kann es nur immer wiederholen. Der Garten hat mir, ja, mein Leben verändert. Das ist, oh, ich verdrehe mich hier. Der Garten hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Das ist einfach, weil ich mich hier aufgehalten habe, weil ich Kontakt zur Natur hatte, zu Tieren, zu mir selber, zu meiner inneren Natur und da auf jeden Fall sehr stark draus gewachsen bin. Alle, die mich länger verfolgen und wirklich ab Folge 1 gucken, das hier ist eine Doku-Serie. Ich sage es sonst nicht oft. Eigentlich müsste ich das transportieren, damit das auch in den Hinterkopf kommt. Aber es ist, wie es ist. Der eine guckt das irgendwie ab und zu mal. Den interessieren nicht alle Themen. Der andere, der ist nur wegen Gartenrundgängen da. Der andere möchte sich vielleicht nur die Zeit vertreiben, hat aber nicht so wirklich Bock. Und dann gibt es einen Pool an Leuten, die das interessiert. Ja, wo bin ich denn jetzt abgeblieben? Voll abgeschweift. Ja, Heilung im Garten. Ja, und auf jeden Fall findet man irgendwie auch in der Natur seine Bestimmung. So könnte man das sagen. Ich laufe jetzt langsam mit dem Schweiß. Ja, warm war's. Wir haben da vorne alles abgegrast, was ich euch irgendwie auf diese Art und Weise zeigen konnte. Hier vorne wurde noch Beete geerntet. Die ist bei Flo gelandet. Mal gucken, ob ich da auch irgendwie noch mal was kriege. Hier aus dem Garten, was ich verwerten kann. Aber es sieht ganz gut aus. Da haben andere Beete da. Flos Beet. Kennt ihr aber, ist noch der alte Stand. Hier eine Insektentränke, die tatsächlich Wasser ab und zu hat. Aber die sollen nochmal einen ordentlichen Platz kriegen. Hier ist es nicht waagerecht logisch, dass das Wasser dann rausläuft. Ja, und der eine oder andere Fleck bräuchte jetzt auch mal. Ach, da haben wir noch die Lemon Queen, die habe ich an einer anderen Stelle verpasst. Die war auch da hinten bei der Naschtomate nebenan. Ja, da hinten sind natürlich mehr Blüten. Aber dafür sind hier viel mehr Äpfel. Ja. Das ist so die Ecke. Hier haben wir nochmal Goldrute. Hat sich ein bisschen zusammengetan mit der Ackerwinde. Die blüht nämlich so und ist auch sehr, sehr beliebt bei den Tieren. Jetzt in diesem Moment nicht, aber auf jeden Fall ist zu beobachten.
Da haben wir die Weidenhöhle. Wollen wir da mal hingehen oder wollen wir hier nochmal? Nee, die Stelle machen wir hier erstmal weiter. Ja, die Schaukel ist leider kaputt gegangen. Das wäre nochmal was zu flicken. Oder kommt vielleicht an einen anderen Ort. Mal gucken. Hier haben wir noch Gurke, kriegt tatsächlich noch Gürkchen. Schaut mal hier unten. Oh, ich habe irgendwie was anderes erwartet, dass das normale werden. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ist wohl doch eine andere Sorte. Sieht auf jeden Fall im Anfangsstadium so aus. So, jetzt gehen wir langsam die Kräfte aus mit Handy halten. Wo sind wir denn überhaupt? 26 Minuten? Das ist ja für mich echt kurz. Gut, Weidenpavillon. So sieht's aus von außen. Da drin hat man auf jeden Fall seine Ruhe. Ist auch ein richtig schöner Ort zum Chillen, zum Loslassen, zum Heilen, zum Räuchern mittlerweile auch. Gerade gestern hier geräuchert, war eine richtig schöne Sache. Die Bank hat sich richtig bewährt gemacht. Von hinten sieht die nicht so schön aus, hat lange im Gras gelegen, nass und so. Aber von der anderen Seite her habe ich das. Ah, hier noch eine Kronlichtnelke, die letzten Blüten. Da gehen wir mal hier hoch, in diesen schönen Ort. Oh, da liegt noch das Teil vom Gießen. Sehr teuer, schon mal drauf getrampelt, pass auf die Dinger auf. Ja, kann auch froh sein, wenn man ein Teil hat, was gut funktioniert. Da gibt es also Qualitätsprüfung, gibt es da glaube ich nicht mehr bei den Dingern. Schlechte Erfahrung gemacht. Ja, hier soll irgendwie noch eine Art Altar entstehen für, ja, zum Räuchern, auch mit dem Wasser hier. Ja, ist gerade so ein Thema hier. Fange ich mal so an, vielleicht setze ich mich hin. Ja, eine kleine Pause wird auch ganz gut, was das Laufen angeht. Und jetzt geht es darum, hexagonales Wasser. Na, schon mal von gehört? Das, was ich hier immer mehr einfließen lasse und was ich auch in der Vergangenheit getan habe, ohne es zu wissen, ist, die Qualität des Wassers verbessert. Da sind wir beim Stichpunkt hexagonales Wasser. Da könnt ihr ja mal recherchieren da draußen. Ich möchte das Thema jetzt gar nicht ausweiten. Es geht auf jeden Fall darum, Struktur ins Wasser zu bringen, denn es macht einen Unterschied, ob man Wasser eiskalt liegen lässt, sag ich mal. So wie es aus dem Wasserhahn kommt oder ob man darauf Einfluss nimmt, Struktur reinbringt. Sonnenlicht ist super gut. Ich habe den Test hier schon gemacht mit den Menschen, die hier zu Besuch waren. Und wirklich jeder konnte bestätigen, dass das Wasser danach anders schmeckt. Es schmeckt weich, schmeckt total weich und total förderlich für den Körper. Es ist eine ganz andere Geschichte. Falls ihr euch nochmal interessiert, wie ich das mache, kann ich euch zeigen, wie ich das mache. Vielleicht liege ich auch im Irrtum mit dem, was ich mache. Aber das Ergebnis, erstmal seht ihr das immer im Garten, schon die letzten Jahre, aber das Ergebnis beim Trinken, probiert es einfach mal aus. Dann, ja, wenn ihr Interesse habt, dann erzähle ich das nochmal. Also dann erst. Oder ihr findet das selber raus. Hexagonales Wasser. Gut, ihr wisst Bescheid. So, das Thema reicht auch jetzt. Es wird gerade ein bisschen pusig, obwohl wir sind hier auch in der Luftschneise. Das sind auch so Dinge, die man beobachten kann, dass der Wind sich hier ganz anders verhält an verschiedenen Stellen im Garten. Und man hier wirklich so einen Durchzug hat und auch wirklich so um die Bank rum und so Luftzüge. Ja, wäre das Ganze im Windkanal, könnte ich das auch darstellen. Ja, das ist ein wunderbarer Ort hier. Hier haben schon richtig schöne Momente stattgefunden. Da sind wir wieder bei den Erinnerungen. Und da sind wir auch wieder bei den Erinnerungen. Eine wirklich schöne Zeit gehabt dieses Jahr. Ich bin dafür sehr dankbar. War wirklich, wirklich, wirklich schön. Jeder Einzelne, der hier irgendwie meinen Garten gefunden hat, jedes Gespräch, jede Zeit, jeden Moment, alles, was ich da so abgespeichert habe. So, Erinnerungen und Hoffnung. Ich bin auf jeden Fall wieder hoffnungsvoll, wenn ich alles sehe. Und liebe Leute, ich bin noch nicht fertig. Es geht noch weiter. glaube ich. Wir können da vorne nochmal zu den Tomaten hin. Um den Apfelbaum rum, da fehlt noch was. Da kann ich euch auch das Pflänzchen zeigen, was da ausgeblüht war. Von wegen Thema Dahlia, Zinie, / Physalis. Genau, Physalis war der Turm, habe ich vorhin vergessen. Ja, die Tomaten hier sehen auch super aus. Haben aber jetzt noch nicht so richtig doll. Libelle auch, wie schön. Dankeschön, voll ins Bild geflogen. Oh, herrlich. Hier erwarte ich noch Tomaten. Da und da, das wird bestimmt noch reif, gerade nach dem Dünger, ja, nach der Düngerzufuhr heute. Wie gesagt, nochmal 3-4 von 10 Anteilen in einer Gießkannenmischung. Das ist dann die Jauche gewesen.
Die mehrjährige Jauche. Wir sind im zweiten Jahr, was das angeht. Hier dann die Tomaten, die Buschtomaten. Hier ist noch nicht wirklich viel bei rumgekommen. Also da gab es andere Stellen, da hat es geknallt, also sonnenmäßig, und da ist auf jeden Fall viel rumgekommen. Ganz verschiedene Wachstum, so, ne? Man kann die alleine lassen. Vielleicht wäre es aber doch ein Kandidat zum Ausdünnen, wer weiß. Hier bisher noch nichts bei rumgekommen, außer hier vorne eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Ida Gold, genau. Die war so ranglich, gestern gegessen, super lecker. Hier auch wieder ein Exemplar, wo die wunderschönen Blüten drauf sind, vom Salat. Ach, herrlich. Ich bin froh, dass das wächst. Richtig schön. Ja, hier ist noch die Zeit des Mangolds. Da soll natürlich auch noch Saatgut geerntet werden. Und die Luffergurke, die sieht mal zu klein aus. Also Luffer im Freiland könnt ihr vergessen. Ich habe aber ein Exemplar auf dem Balkon und da sieht es gut aus. Und was dürfen wir hier zusammen entdecken? Also ich früher als ihr. Schaut mal, das ist die Blüte einer Möhre. So sieht's aus. Ich wollte es mal live sehen und ich muss sagen, wunderschön. Dem Tierchen hier gefällt es auch. Ja, und da ist noch ein bisschen mehr zu erwarten dann hier oben. Mal gucken. Die hier werden bestimmt bald aufgehen. Ja, und hier haben wir noch ein paar Zwiebeln. Gerade im Moment kommt da nicht so viel rum. Vielleicht auch mal Wassermangel gehabt. Also die Beete hier mit Knoblauch und Zwiebeln, das funktioniert irgendwie dieses Jahr nicht. Sowieso ein Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Ich finde dieses Jahr komplett verdreht. Muss sagen, Schneckenplage. Ich habe sie nicht wirklich gesehen, aber was weggefuttert wurde, habe ich gesehen. Und welches Tier das auch immer war, das war zu viel. Viele, viele Pflanzen verloren. Funktioniert halt nicht alles. Das sind halt auch Erinnerungen. Gehört zur Bilanz dieses Jahres auf jeden Fall dazu. Ich bin immer ich bin sehr analytisch. Neben meiner Herzintelligenz, meinem Bauchgefühl und alles, was ich sonst noch so mitbringe als Menschenwesen. Das, was wir alle in uns haben. Ja, aber in diesem Fall möchte ich nochmal hier abfilmen, was hier noch Schönes ist. So, und hier haben wir die Pflanze, die ich vorhin gezeigt habe, die schon verweckt war bei den Tomaten, wo ich sagte, Dahlia ist es eine. Kennt ihr euch aus? Was haben wir hier? Ja, ich habe ja mal irgendwas gedacht, Physalis, aber ich glaube, das ist eher eine Physalis. Kommt aber nichts bei rum. Ich glaube, da Ernte ist mäßig, ist dann nicht mehr viel zu erwarten. Da unten haben wir einen Kürbis. Nein, haben wir nicht. Das ist eine Tonschale, eine umgedrehte. Hier unten Zucchini, da unten wächst sogar eine. Wow. Soll man kaum glauben. Ich merke gerade, dass hier braucht auch noch Dünger. Habe ich ganz. Doch, nee, hat Dünger gekriegt. Dann ist noch eine Tomate, Gurke, warme schon. Ja, und dann nochmal einmal ein Blick auf die Äpfel. Hier ist alles voll. Düdü. Hier. Oh, was schön. So, genug gefreut. Genug gezeigt. Genug Erinnerung. Und ich bleibe hoffnungsvoll. In der Liebe und im Licht. Und das wünsche ich euch auch. Welchen Tag bringe ich das denn raus? Sonntag wahrscheinlich. Wenn ich es schaffe, Sonntag. Egal, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das seht. Passt auf euch auf. Und ja, bleibt in der Menschlichkeit. Bis dann.